Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottermore. Ich habe beim letzten Mal festgestellt, dass ich in der Bibliothek tatsächlich was übersehen habe. Und zwar ein Buch. Hier, dieses Lehrbuch der Zaubertränke, gibt es tatsächlich in der Bibliothek zu finden. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur übersehen und deshalb muss ich da gleich nochmal zurück. Ich habe allerdings zwei Nachrichten und null Hauspunkte. Das finde ich lustig. Eine Freundschaftsanfrage. Oh, hi. Wer bist denn du? Königin Scharlach 20 irgendwas. Aus Ravenclaw. Ja, nice. Aus Österreich ja noch. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, nehme ich an. Sehr gerne. Weiß zwar noch nicht, wer genau du bist, aber freut mich, dass wir Freunde sind. Gut. Die andere Nachricht hier ist nicht mehr lange und die Pottermore-Website wird sich verwandeln und in ganz neuem Gewand auftreten. Im ersten Teil von Pottermore konntet ihr Harrys Geschichte in den liebevoll illustrierten Momenten nachverfolgen und hautnah miterleben, wie sich das Leben in Hogwarts anfühlt. Dieser Teil neigt sich nun seinem Ende zu. Wir bereiten uns jetzt auf den Anfang des zweiten Abschnitts unserer Geschichte vor. Nicht nur die magische Welt von J.K. Rowling wächst ständig weiter, sondern auch Pottermore selbst. Es soll zu einem Ort werden, an dem ihr jenseits der siebenbändigen Buchreihe eure Vorstellungskraft freien Lauf lassen und eure Erfahrungen teilen könnt. Die neue gestaltete Pottermore-Website wird bis auf Weiteres nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen und nicht wie bisher auch auf Deutsch. Wir arbeiten aber selbstverständlich hart daran, auch auf anderen Wegen mit Pottermore-Neuigkeiten zu versorgen. Euch auf anderen Wegen. Als Erinnerung an eure Erfahrungen auf Pottermore haben wir eine personalisierte Urkunde entworfen, die ihr bis zum 16. September 14 Uhr herunterladen und ausdrucken könnt. Danke für eure Hingabe und Begeisterung und dass ihr uns bis hierher auf Pottermore begleitet habt. Oh, okay. Way. Certificate aus Fredos Slytherin. Gesamtzahl der Hauspunkte 84. Ja, das ist ja irgendwie hier nicht mehr zu sehen. Ich vermute aber, dass das mit der Hauspunkteauswertung zu tun hat. Der Hauspokal wurde vergeben an Hufflepuff, wie ich von Wermut erfahren habe. Ja, ich würde sagen, ich würde mir das Ganze ja downloaden, aber ich habe keine Ahnung wie. Grafik speichern könnte ich einfach machen. Naja, gut, ich probiere es später mal. Jedenfalls bin ich gespannt, was hierbei herauskommt. Und ja, würde sagen, dann mache ich einfach mal weiter. Hallo? Wie gesagt, der Hauspokal wurde vergeben an Hufflepuff. Herzlichen Glückwunsch an alle Hufflepuff-Schüler mal an dieser Stelle. Und jetzt wird wieder fleißig neu gesammelt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nur so wenig Hauspunkte habe. Das ist ein bisschen doof. Ich muss mal gucken. Ich möchte gerne zurück in die Bibliothek. Genau, da hier. Danke. Denn ich habe das herausgefunden, weil ich ja noch einen anderen Account habe. Einen, mit dem ich normal gespielt habe. Und mit dem habe ich quasi nochmal von vorne anfangen müssen. Warum auch immer, keine Ahnung. Irgendwie, weil sich da hier so viel verändert hat, weiß ich nicht. Ich musste jedenfalls die Momente nochmal komplett von vorne anfangen. Und ich gehe die Momente immer nur so weit durch, wie ich auch wirklich in meinem Let's Play gerade bin, damit ich mich nicht selber spoilere. Und habe dann hier in der Bibliothek tatsächlich das letzte Buch noch gefunden. Das müsste eigentlich irgendwo hier sein. Aber es ist nirgendwo hier. Dritte Ebene natürlich. Da ist es nämlich. Tada! Und jetzt kommt noch ein Video. Viel Spaß. Ja, hier habe ich ein kleines Problem. Und zwar, dass ich das Buch nicht einsammeln kann, wenn die Seite auf Deutsch ist, weil der Text zu lang ist, wie ihr gerade gesehen habt. Deshalb muss ich kurz in die Einstellungen gehen und muss die Sprache bearbeiten. Blam. Deutschland, Deutsch ist richtig. Ach so, Passwort bearbeiten ist hier unten. Ach nein, die Sprache deiner. Ach hier. Englisch. UK, US ist eigentlich, glaube ich, egal. Bitte gib dein Passwort ein. Mache ich doch gerne. So. Was? Ja, Passwort speichern. Mach. Komm, passt. So, jetzt habe ich das Ganze auf Englisch. Das heißt. Oh, hä? Warum habe ich jetzt wieder drei Nachrichten? Was geht? Congratulations, Hufflepuff Winners. After, ja, ich weiß.
Kann ich mir gleich nochmal durchlesen. Jetzt muss ich hier wieder in die Library. Hallo Facebook. Jetzt muss ich wieder in die dritte Ebene. Das Blöde ist nur, dass ich dann jetzt das Video natürlich auf Englisch sehe. Glaube ich. Das ist natürlich ein bisschen schade. Glaube ich zumindest. Ja. I am Sigmund Budge, and I am the greatest potion maker ever born. This is no empty boast. Nein, nein, ich hab's abgebrochen. Nein. Nochmal, nochmal, nochmal. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Oh fuck. Okay, ich versuche das Video zu finden und euch ans Ende dieses Videos zu packen. Dann seht ihr es hoffentlich auch auf Deutsch. Also es ist wieder eins dieser Videos, wie auch das von dem Zauberbuch. Also das Buch der Zaubersprüche, glaube ich. Ich stelle das Ganze jetzt mal wieder kurz auf Deutsch um. Und View Your Badge. Da ist es. Okay. Ich habe es jetzt leider. Ach Mann, das ist doch Kacke. Ja gut, wie gesagt, ich zeige euch das Ganze am Ende des Videos. Da werde ich das Ganze nochmal einspielen und dann werdet ihr auf jeden Fall das Video noch sehen können. Es ist natürlich blöd, dass ich es abgebrochen habe. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Ein Plan für Norbert, den Babydrachen. Ich glaube, jetzt habe ich den Sound wieder ein bisschen laut gestellt. Passt schon. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, das ist Norbert drin. Eine Galeone. So, ich glaube, das wäre es hier aber im Prinzip auch schon. Da kommen die Jungs an. Charlie und Co., um Norbert abzuholen. Und hier geht's weiter mit Harry wird ausgestoßen. Harry, bisher einer der beliebtesten und angesehensten Schüler, war nun der meistgehasste. Selbst Ravenclaw und Hufflepuff wandten sich gegen ihn, denn alle hatten sich darauf gefreut, dass Slytherin den Hauspokal diesmal nicht erringen würde. Da habe ich mir auch schon mal gefragt, warum ist Slytherin eigentlich so dermaßen verhasst? Anders gefragt. Theoretisch kann Slytherin ja gar nicht so schlimm sein und so böse, wie immer alle sagen. Wenn die 7 Jahre in Folge den Hauspokal gewonnen haben, also irgendwas machen sie ja offensichtlich richtig, oder? Nur mal so meine Gedankengänge so. Weil irgendwie. Oh. Voll nice. Es geht von der anderen Seite, okay. Huch, da kommen Bücher geflogen. Ich kann nicht doch mit tausendprozentig auch irgendwelche Bücher einsammeln wieder. Ich meine, die dritte Ebene. Huch. Ah! Was haben wir hier? 1000 Zauberkräuter und Pilze. Sehr schön. Ist aber nicht zum Sammeln, sondern nur zum Lesen. Ah, ich kann die Lampen anmachen. Es gibt nur 3 Ebenen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt noch 2 Texte, die ich finden muss. Wo finde ich dann die? Aber im Endeffekt kriegen Slytherin. Also kurzer Spoiler. Für alle, die die Bücher noch nicht gelesen haben, aber ich gehe davon aus, dass ihr die alle gelesen habt. Slytherin bekommt ja den Hauspokal am Ende auch nicht. Es ist ja klar, ne? So, also. Ah, da kann ich was sammeln. Karte von Rowena Ravenclaw. Cool finde ich, dass sie auch immer die Farben der Häuser haben dann. Der Häuser haben. Ich bin dort so ein bisschen am Nuscheln, es tut mir leid. Da ist was. Ein Text. Ein Kurs zur Selbstverteidigung. Ist schon ein bisschen fies, wenn hier oben in diesen kleinen winzigen Büchern da auch Texte versteckt sind. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass hier eher welche zu finden sind. Ah, da. Okay, Text gefunden. Verwandlung.
Für den Anfänger von Emeric Wendell. Gut. Dunkle Kräfte, ein Kurs zur Selbstverteidigung. Hä? Habe ich das nicht schon? Das müsste ich doch sowieso haben. Warum muss ich das denn hier jetzt nochmal finden? Bullshit. Ja, Facebook. Ich muss gleich mal ganz kurz meine Facebook-Nachricht checken. Es tut mir leid. Mal hier mal durch. Da, 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 da. Vielleicht hier irgendwo eins? Nein. Offenbar nicht. Ja, das hatte ich schon. Danke. Gehen wir hier auch nochmal. Da, 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 da. Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn ich hier alle 100.000 Bücher durchgehen muss, nur um ein Buch zu finden. Sieht aber so aus, als wenn ich das hier nicht finden würde. Wo ist denn dieses komische Buch? Aber mir fehlt noch ein Text. Hm. Okay. Ich gehe den vielleicht später noch suchen. Also, ne? Oh. Er führte sie dicht an den Rand des Waldes. Mit hochgehaltener Laterne wies er auf einen eng gewundenen Pfad, der zwischen den dicht stehenden schwarzen Bäumen verschwand. Als sie in den Wald hineinsahen, zerzauste ihnen eine leichte Brise die Haare. Ich gehe in den Wald zum Pilze sammeln, sehr gut. Oh, der flog aber komisch. Der hatte bestimmt einen gebrochenen Flügel oder sowas. Oh, Spinne! Da hängt einfach so ein Glas irgendwo auf Baum. Sehr gut. Gib mir das. Rattenmilzen. Einfach so mitten im Wald. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ist auch noch was. Oh, wie cool. Hell und silbrig. Du hast Einhornblut gefunden. Es kann dich am Leben erhalten, auch wenn du dem Tode nahe bist. Nur zu deinem eigenen Nutzen ein Einhorn zu töten, ist jedoch ein ungeheuerliches Verbrechen, das schreckliche Folgen mit sich bringt. Einhorn. Wolfswurz. Ich glaube, das könnte für den Wolfsbandtrank wichtig sein. Sicher bin ich mir aber... Oh, guck mal, da liegt ein Einhorn. Oh nein. Das arme Ding. Bah. Oh, ist das ekelhaft. Man hört den Kerl schmatzen. Kann ich hier noch irgendwas? Ich weiß, dass ich bei dem Bild damals auch nicht alles gefunden hatte, glaube ich. Nee, das war es nämlich schon. Ja, also irgendwas fehlt mir hier offensichtlich noch, aber ich habe keine Ahnung was. Ich würde sagen, ich mache einen ganz kurzen Cut. Und bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz meine Facebook-Nachricht beantworten. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Offensichtlich fehlen mir hier noch zwei Sachen. Also irgendwie... Ich habe halt keine Ahnung was. Das ist das Problem. Das ist immer so... Ich will diese verdammte Chat-Funktion wieder haben da unten. Ey, das ist doch so nervig, wenn man hier die ganzen Sachen nicht findet. Naja, okay. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Ich finde hier nichts mehr. Vielleicht, wenn ich im Nachhinein nochmal das andere durchspiele von meinem anderen Account. Dass ich dann vielleicht doch... Oh mein Gott! Hilfe! Augenkrebs. Holy shit. Die geflügelten Schlüssel. Sie erreichten das Ende des Ganges und sahen vor sich eine strahlend hell erleuchtete Gruft, deren Decke sich hoch über ihnen wölbte. Sie war voller kleiner, diamantheller Vögel, die im ganzen Raum herumflatterten und herumhüpften. Das sind ja gar keine Vögel. Aber die sind voll hübsch, die haben so schöne Flügel. Sammeln. Gut gefangen, du hast den richtigen Schlüssel gefunden. Das war ja auch nicht schwer, mit dem gebrochenen Flügel, ne? Dieser geflügelte Schlüssel öffnet die Tür zu den Kammern der unter der Schule. Okay, ja, nice. Och, das war's schon? Okay. Ja, das war ja relativ leicht, das Bild, ne? So. Die Kammer mit dem Schachbrett. Gut. Harry, du nimmst den Platz dieses Läufers ein. Und Hermine, du stellst dich neben ihn an die Stelle dieses Turms. Was ist mit dir? Ich bin ein Springer, sagte Ron. Die Schachfiguren hatten offenbar zugehört.
denn in diesem Augenblick kehrten ein Springer, ein Läufer und ein Turm den weißen Figuren den Rücken und schritten vom Platz. Sie ließen drei leere Quadrate zurück, auf denen Harry, Ron und Hermine ihre Plätze einnahmen. Weiß zieht im Schach immer zuerst, sagte Ron und spähte über das Brett. Ja, schaut! Weiß ist aber mir gegenüber, Freunde, das ist schwarz. Naja, gut. Möchte irgendwer ziehen? Das ging schnell. Okay, ich probiere das hier noch. Das Zaubertrankrätsel. Kaum waren sie über die... Nein, gib mir den Text, Mann. Jetzt ist er ganz weg. Mann! Komm schon. Danke. Kaum waren sie über die Schwelle getreten, loderte hinter ihnen im Türrahmen ein Feuer hoch. Es war kein gewöhnliches Feuer, es war purpurrot. Im gleichen Augenblick schossen schwarze Flammen im Türbogen gegenüber auf. Sie saßen in der Falle. Ja. Das fand ich ein sehr interessantes Bild, muss ich sagen. Daran erinnere ich mich nämlich noch sehr gut. Hier ist das Rätsel. Und dieses Rätsel müssen wir lösen, um hier wieder wegzukommen. Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück. Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück. Eine von uns sieben, die bringt euch von dannen. Eine andere führt den Trinker zurück durch die Flammen. Zwei von uns enthalten nur guten Nesselwein. Drei von uns sind Mörder, warten auf eure Pein. Wählt eine, wenn ihr weiter wollt und nicht zerstäuben hier. Euch helfen sollen Hinweis von denen und davon ganze vier. Erstens, so schlau das Gift versteckt sein mag, es ist immer welches zu linken vom guten Nesselwein. Versteckt mag sein, so rum. Zweitens, die beiden an den Enden sind ganz verschiedene Leute, doch wenn ihr wollt weitergehen, so ist keins davon euer Freund. Heißt, die beiden am Rand brauchen wir schon mal nicht. Drittens, wie ihr deutlich seht, sind alle verschieden groß, doch weder der Zwerg noch der Riese enthalten euren Tod. Viertens, die zweite von links und die zweite von rechts werden gleichen Geschmack haben, so verschiedene Gestalt sie auf den ersten Blick auch haben. Gut, das sind die vier Hinweise, die uns helfen sollen, die Flaschen zu finden, die uns hier durch die Flammen führen. Jetzt müssen wir ganz kurz einmal durchgehen. Also, weder der Riese noch der Zwerg enthalten unseren Tod. Das heißt, einer von beiden ist entweder der Nesselwein oder das, was uns hier rausbringt. Mal ganz kurz gucken. Der steht zweiter von rechts und zweiter von links. Sind gleichen Geschmacks, richtig? Richtig. Glaube ich zumindest. Die zweite von links und die zweite von rechts werden gleichen Geschmack haben. So verschiedene Gestalt sie auf den ersten Blick auch haben. Ja, genau. Also in den Zweien müsste eigentlich der Nesselwein drin sein. Heißt also, in der kleinsten müsste schon mal, also das müsste schon mal eine der Flaschen sein, auf jeden Fall. So schlau das Gift versteckt sein mag, es ist immer welches zur linken vom Gut. Mag sein, immer noch. Es ist immer welches zur linken vom guten Nesselwein. Zur linken, das heißt, das ist Gift und das ist Gift. Da die beiden hier nicht unser Freund sein sollen. Nesselwein, Gift. Keine Ahnung. Lösung, Nesselwein, Gift. Müssen es eigentlich die beiden hier sein. Oder? So theoretisch. Oder das beides sind die Gifte, das kann natürlich auch sein. Nee. Gift. Dann wäre das ja Nesselwein, ist ja Blödsinn. Also die ist auf jeden Fall schon mal richtig, da bin ich mir sicher. Das ist nur die Frage, der hier? Das kann ja eigentlich nur das hier sein.
Dein Zaubertrank ist der richtige, aber welcher? Versuch es noch einmal. Ja, der ist definitiv der richtige. Aber welcher ist jetzt der zweite? So schlau das Gift versteckt mag sein, es ist immer welches zur Linken vom guten Nesselwein. Und ganz zum Schluss sagt man ja, der zweite von links und der zweite von rechts sind gleichen Geschmacks. Hm. Heißt aber, das könnte auch das Gift sein. Nein. Es kann eben nicht das Gift sein, weil dann wäre diese kleine blaue... Moment mal, es kann auch sein, dass die gelbe richtig war. Oh, Moment, Moment, Moment. Es kann auch sein... Nein, geh weg. Ein Zaubertrank ist der richtige, aber welcher? Oh, ich habe jetzt zweimal den hier gewählt. Oh, das heißt aber, dass der richtig ist. Was ist hier, wenn ich das wähle? Nehmen wir mal das und das. Was ist dann? Beides falsch. Okay, das heißt, der hier ist definitiv der richtige. Aber welcher ist jetzt der andere? Weil das heißt ja auch, die beiden an den Enden sind ganz verschiedene Leute, doch wenn ihr wollt weitergehen, so ist keiner davon euer Freund. Das heißt aber, dass es nur das sein? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist Nesselwein, das ist auch Nesselwein, das ist Gift und das ist Gift. Das ist richtig. Das ist nicht richtig. Ich probiere es mal damit. Okay. Also offensichtlich stimmt der dritte Hinweis nicht. Ist ein bisschen doof. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Blau und Violett sind eure Freunde und helfen euch durch dieses Bild. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das Video nicht... dass ich das Video abgebrochen habe, aber wie gesagt, ich packe es euch hier hinten ans Ende dran und dann könnt ihr es trotzdem noch sehen. Hoffentlich auch in Deutsch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe jedenfalls. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. I am Sigmund Budge. And I am the greatest potion maker ever born. This is no empty boast. I invented many of the Wizarding World's most powerful potions. I discovered the properties of hundreds of secret plants and creatures. I have dedicated my life to the most mysterious and misunderstood branch of magic, and these pages contain the secrets of my art, distilled for new generations of Hogwarts students. Such students may be surprised that a man of my talent and accomplishments does not appear on the roll of Hogwarts head boys or prefects. But the sad fact is that I was cheated of my rightful place in wizarding history by the short-sightedness, the pettiness, and the meanness of a headmaster whom I shall never name. Because he does not deserve to have his name in print beside mine. Suffice it to say, my genius was unappreciated in my own lifetime. But now, you, young potioneer, hold in your hands my masterpiece, my book of potions, containing all of my distilled knowledge. With it, my place in history is assured.